Die Aufgabe, die wir hier haben, baut auf den Aufgaben von Kapitel 7612 und 7622 auf. Allerdings werden wir keine Ergebnisse von den Aufgaben hier verwenden. Das heißt, was brauchen wir? Die Entwicklung mehrerer Generationen, bla 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 bla. Übliche Aufgabe wie immer. Interessant, die letzte Frage: Bei welcher Anzahl von Kaninchen würde die Population konstant bleiben? Konstante Population heißt für sie wieder Fixvektor oder stationäre Verteilung. Die Matrix ist gegeben und damit können wir eigentlich loslegen. Fixvektor bedeutet, ich nehme meine Matrix 0, 3, 3,5, 0, Quatsch, 1, 0,2, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0 und multipliziere die mit einem Vektor. Und zwar dem Vektor von diesem Jahr. Nennen wir den Vektor x1, x2, x3, x4. x1, x2, x3, x4 wäre also die Population von der ersten Generation, zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation. Und da es eine stationäre Verteilung ist, muss im nächsten Jahr genau das gleiche wieder rauskommen, die gleiche Bevölkerungszahl, also kommen wieder x1, x2, x3, x4 raus. Das betrachten wir als Gleichungssystem. Das heißt, erstmal machen wir eine Matrizenmultiplikation. Ich multipliziere also hier in der Matrix jede Zeile mal der Spalte. Habe also 0 mal x1, kann man auch weglassen, plus 3 mal x2, plus 3,5 mal x3, plus 1 mal x4 gleich x1. Zweite Zeile mal Spalte, das sind 0,2x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 plus 0 mal x4, kann man theoretisch hinschreiben, man kann es auch weglassen, gleich x2. Dritte Zeile, 0 mal x1 plus 0,5 mal x2 plus 0x3 plus 0x4 gleich in der dritten Zeile x3. Und die dritte Zeile lautet natürlich 0x1 plus 0x2 plus 0,5 mal x3 plus 0 mal x4 gleich x4. Schön. Und jetzt bringe ich alles nach links. Das heißt, hier bringe ich das x1 weg, hier bringe ich das x2 weg, das x3 und das x4. Heißt, ich habe aus meiner ersten Zeile habe ich jetzt stehen 0x1 minus x1, also minus x1 plus 3x2 plus 3,5 bleibt stehen. 3,5x3 plus x4 gleich. Drüben steht jetzt nichts mehr. Zweite Zeile, da bringe ich das x2 rüber. Also habe ich stehen 0,2x1 minus x2 plus 0 plus 0. Ja, braucht man eigentlich nicht aufschreiben. Drüben ist das x2 ist weg, also 0. Dritte Zeile. Ich bringe das x3 rüber, das heißt, die 0 bleibt stehen. Kann ich hinschreiben oder kann ich mir sparen? 0,5x2. Das x3 ist drüben, also minus x3 plus 0x4. Rechts steht nur noch 0. Vierte Zeile, das x4 kommt rüber. Das heißt, hier diese Nullen bleiben stehen. 0,5x3. Und das x4 ist rübergekommen, also minus x4 gleich 0. Sie haben also ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten und vier Gleichungen. Sie kriegen wahrscheinlich ein solches Gleichungssystem nur, wenn Sie
das nicht von Hand lösen müssen. Also wahrscheinlich dürfen sie dieses Gleichungssystem mit dem Taschenrechner lösen oder mit Computerprogrammen. Wenn sie es von Hand rechnen müssen, haben sie natürlich Pech gehabt. Aber normalerweise eben 4x4 Gleichungssysteme gibt es nicht so häufig als Aufgabe, die man von Hand rechnen muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe davon aus, dass Sie dieses Gleichungssystem mit dem Taschenrechner lösen können. Sie werden unendlich viele Lösungen erhalten, weil in der letzten Zeile eine Nullzeile auftauchen wird. Das heißt, aus der vierten Zeile sollten Sie normalerweise das x4 berechnen, erhalten Sie nicht. Das heißt, Sie können jetzt entweder sagen, x4 ist x4 oder Sie nennen zum Beispiel x4t, spielt überhaupt keine Rolle. Aus der dritten Zeile werden Sie x3 berechnen können. Das wird dann 2x4 sein, also 2t. Aus der nächsten Zeile, aus der x2-Zeile, berechnen Sie x2, das wird 4t sein. Und aus der ersten Zeile erhalten Sie x1, das wird 20t sein. Und damit erhalten Sie Ihren Fixvektor. Wir schreiben den nochmal kurz hin. Das heißt, mein Fixvektor ist x1, x2, x3, x4. Also 20t, 4t, 2t, t. Man könnte natürlich das t ausklammern, das wäre schön. Und hat also nur noch den schönen Vektor 20, 4, 2, 1. Ob Sie das T noch davor schreiben oder nicht, machen Sie, wie Sie denken. Also, wichtig, die Population, bei der die Karnickel gleich bleiben würden, wäre 20, 4, 2, 1, also 20 der ersten Generation, 4 der zweiten, 2 der dritten, 1 der vierten Generation oder Vielfache. Das Wort Vielfache wird durch das T beschrieben. Schäbars.